alles bereit für Spiel Nummer 5 in dieser Viertelfinalserie. Es geht gleich los. Es geht was. Es ist ungemein schnell. Und Michel mit dem 1:0. Und das ist dann der Grund, warum er diese rote Nummer hat auf dem Rücken, dieses Top-Scorer-Shirt. Der Genuss für die Spieler, weil er einfach... Und da kommt das 2:0. Bolliger, er ist da. 2:0. Yannick Angern mit seinem ersten Tor in diesen Playoffs bringt Vasa wieder ran, verdientermaßen wieder ran. Und das jetzt gelingt. Genau die gleiche Kombination wie zuvor. Es ist Philemon Hammer, der dieses Tor magistral vorbereitet. Und es ist der Topscorer heute, Pascal Michel, der vollendet. Jetzt in Ruhe weiterentwickeln, sieht Hartmann und sieht das Tor zum 2:3. Etwas glücklich, aber am Schluss halt trotzdem drin. Wieder ist Maurer Stingeli mit dabei, diesmal nicht als Assistgeber, sondern als Torschütze. St. Gallen unbedingt holen wollten und der Ausgleich zum 3:3. Es ist kein Wunder, dass er es ist. Nee. Er wollte dieses Tor. Tuka Kivioja bringt Vasa wieder ran. 3:3. Edelholzer, schön gespielt. Oh. Und dann geht Vasa in Führung. Und zwar durch den Topscorer, Asa Wetteleinen. Alter, trifft! Wieder die dritte Linie. Läuft da mal auf der anderen Seite durch. Über rechts, für ihn ein bisschen ungewohnt mit der Auslegung. Und geht da einfach mal den Ball eine Chance. Und da muss natürlich der Eder auch die Schuld auf sich nehmen. Kivioja. Kivioja! Wow. Wow. Und dann gelingt plötzlich alles. Lattenkreuz, 6:3, Vasa. Ja, oder er kommt da wieder auf die Zentrallinie und nimmt den Mittelholz so aus dem Spiel raus quasi. Aber wenn natürlich so gut schießt, ist wie er das da macht. Ja? Angern, Achtung. Die dritten Linien sind da und die dritten Linien sind wieder beteiligt am nächsten Tor. Das ist ja unglaublich. 7:3, Vasa. 7:3 für den Außenseiter. Wiedergerber, schön aufgelegt und dann gibt es eine Strafe, einen Penalty sogar, weil Wilfrat da im letzten Moment attackiert wurde. Ja, lässt sich da wirklich extrem viel Zeit, Rutzli hat da Geduld, aber dann, da im letzten Moment bin ich mir also schon nicht ganz sicher, ob er sich da noch vorwärts bewegt und den Ball noch vorwärts geht. Schön. Und Kivioja trifft zum 8:4. Ja, für mich entscheidet der Raoul Ciplucar, der sofort erkennt, da habe ich noch einen Beamer. Bolliger, schön aufgelegt für Holopainen. Aber der Bolliger, der hier gut sucht und der Holopainen, der ablenkt. Aber im Unihockey gesehen, möchte es nicht so viele serige Ablenker gehen. Das ist so einer, wow. Genau das hast du gemeint. Wunderbar gezeigt, Michel mit dem 6:8. Kisugite mit dem Pass. Es wird dramatisch. Es ist etwas zu verspielt, Kisugite. Und trotzdem der Anschluss. 4 Sekunden vor Schluss. Jüre weg. Jetzt geht's weiter. Es gibt diese Chance noch. Aber Wilfrat haut drüber. Und das war's. Das war's. Vasa schafft den 8:7 Auswärtssieg.